Ich höre irgendwo ein Gjall. Der könnte jeden Moment aus dem Nebel brechen. Er trompetet, aber ich glaube, das geht nicht uns, oder? Das klang sehr weit weg. Ich glaube, das galt den Zwergen. So, hier haben wir wieder einen Knochen. Vielleicht einen Schädel in der Nähe. Nee, ne? Na gut, dann nicht. Gehen wir mal nach hier unten. So. Dann nach Norden ein wenig, wegen der Minimap, ne? Ihr seht es. Dass hier schön alles wegerkundet ist. Obwohl, eigentlich ist es ja das Gegenteil von weg, ne? Hinerkundet. Ja, das ist nur eine Ruine. Ja, da verziehe ich mich. Tschüss. Ach, falsche Richtung. Da müssen wir lang. Ja, die werden mich wahrscheinlich verfolgen. Dann mache ich sie halt platt. Da ist er doch. So, guter alter Froststab. Und tschüss. Wurzel. Ich werde natürlich trotzdem die Augen offen halten. Nach jedweder wertvollen Ressource. Oh, und da sind auch die Mistlands vorbei und die Ebenen beginnen. Freue ich mich ja schon auf unsere Lieblingsviecher. Hätten wir... Ah, zwei. Warte mal, ich muss kurz Wurzeln zählen. Eins, zwei. Das war's, ne? Ja. Das war's. Gut. Ja, Digi. Du lässt mich jetzt nicht in Ruhe, ne? Und dein Bruder auch nicht. Gut. Dann kümmere ich mich eben um euch. Huch, nein! Dadurch sollst du schießen. So, hierher bitte. Ach ja, Frost haben die ja Stärke gegen. Ah, wenn er vergiftet ist, haut er ab. Kann das sein? Der kriegt extra Damage von Gift. Die Zahlen waren gerade gelb. Hä, hauen die jetzt ab? Was soll denn das? Könnt ihr euch mal entscheiden? Wollt ihr jetzt kämpfen oder nicht? Gut, dann halt nicht. So, ich gehe mal hier hin. Versuche den Loks zu umrannen. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Der wird uns bestimmt gleich angreifen. Da ist ein Totem. Ja, ich baller mir mal sämtliches Food. Mach hier ein paar Wurzeln hin. Und lass die mal kommen. So. So. Wow, 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 hey, ganz ruhig. So. Die Schamanen muss ich killen. So, tot. Der ist auch tot. So. Ja, das geht doch. Hey, Energieschild. Zack. So. Hätten wir die. Ich würde deren Loot tatsächlich sogar auch mitnehmen. Obwohl, Schwarzmetall haben wir auch so viel, ne? Münzen und Schwarzmetall. Oh, der lebt ja noch. Ja, das war ein bisschen zu spät gezaubert. Oh, nee, Alter. Du Mistvieh. Na, warte. Komm bloß her. Hab ich dich. So. Oh. Der hat sogar einen Stern. Vorsichtig. Na komm, Alter. Tschüss. Dein Loot hätte ich trotzdem gern. Auch wenn wir davon viel zu viel haben. Was soll's? So. Oh, wir sind überladen, wa? Hier den Müll weg. Aber wenn ich den aufnehme, tragen wir zu viel. Ich schlepp mich mal rüber. Ich baue mal hier ein Portal hin. Da habe ich's lachen gehört. Irgendwo ist hier noch einer. Mindestens einer. Da.
Nein, Moskito! Oh, oh! Oh, Alter, du Mistvieh! So! Und der mit dem Stern, den mache ich mal hier mit platt. So. Komm mal hierher. Kriegst ein paar auf die Klappe. Oh, direkt gestorben. So. Perfekt. Hier ist noch Loot. Damit. Da ist ein Totem. Das nehmen wir natürlich ebenfalls mit. Und die da lasse ich einfach mal. Da haben wir Löwenzahn. Ja, nee, komm. Ich könnte das aufsammeln, dann sind wir aber überladen. Ich lasse mal 5 Steine hier und nehme lieber den mit. Und der Rest ist Müll. Sind hier vielleicht irgendwo noch Truhen? Da schaue ich dann nochmal eben fix rein, aber ansonsten... glaube ich, war's das. Da ist eine. Ich gehe mal kurz raus und kümmere mich um den. Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Hä? Wurde gerade von hier geschossen? Keine Ahnung. Also klar, da oben auf dem Turm sind welche, aber gut, wie auch immer. Ich hau ab. Da, ne? Wurde schon wieder geballert. Von wo? Ach, von da drin. Dreist. Drinnen dreist. Gut, ich würde sagen, hindurch. So, dann haben wir ja das Kapitel theoretisch dort abgeschlossen, ne? Wir haben so viel... War das gerade ein Einkrachgeräusch? Das hat sich irgendwie so angehört, oh oh. Da krampfe ich direkt zusammen. So, Erz runter. Dann runtergejumpt. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen... gehe ich mal hier hin, pack die Schwade weg. Das Irrlicht heißt es ja jetzt. So. Und außerdem schmeiße ich den mal dahin und ziehe die Krone an. So. Ah ja, das können wir jetzt nicht aufheben. So. Und hier würde ich dann sagen, machen wir schon mal Holz. Edelholz. Yggdrasilholz. Alter, ist das wie Weichgewebe. Das würde ich gerne mal zählen. Ich schmeiße mal das Weichgewebe erstmal dahin. Oh, allein das sind schon 2 Stacks fast. So. So. Und die blaue Jute schmeiße ich auch mit dahin, weil es auch Stoff ist. So. Dann haben wir hier Marmor. Noch mehr Weichgewebe, Alter. So. Barren, 20 Stück. Ah, Gott sei Dank habe ich die mitgenommen. Ich dachte eigentlich, das wäre auch schon voll. Aber zur Not können wir auch was in Dings umwandeln, ne? Meinte ich ja. So, einmal hindurch. Chitin. Da. Monsterfleisch. Hä? Ach, das sind Monsterorgane, wollte ich gerade sagen. So, dann Reptilienfleisch. Gold. Ah. Das bringe ich jetzt aber nicht hoch. Halt, Möbel. Oh Mann, auch das wird ein bisschen viel, wa? Mit unseren Laternen. War ja nicht so geplant. Aber gut, ich mach mal lieber so, ne? Dann nehme ich mal hier schon mal das Holz. Oh, verdammt, jetzt habe ich das Eisen aufgesammelt. Holz. Edelholz. Edelholz und Holz. Dann kann ich das schon mal wegsortieren. Weichgewebe, ja gut. Hier, rein damit. Und Edelholz, rein damit. Nochmal 40 Weichgewebe. Stein aber auch. Die hätte ich auch aussortieren können. Da waren die Viecher unten, ne? Hat man sie gerade gehört. Können wir eigentlich auch gleich nochmal kurz nachschauen. Alter, wie viel Holz habe ich denn mitgenommen? Not bad. So, den einen Metallbarren, also Eisenbarren, wo auch immer wir den her haben. Feuer. Nochmal so ein Ding, so eine Laterne. 3 Ketten. Hervorragend. Rein damit. Und auch da haben wir jetzt schon 2 Stacks voll. Not bad. Gut. Zeckentrophäe, Jute, Haut. Hier ist noch mehr Holz. Das können wir schon mal direkt einsortieren. Holz, Edelholz,
Und noch mehr Edelholz. So. Und so. Dann Monsterfleisch, Monsterorgane. So, warte. Hier hin. Dann Trophäen, 2 Stück. 3 sogar. Boss-Spawn hier rein. Dann Gift. Die Beeren. Heute. Hier rein. Die Jute wollte ich zählen. Die schmeiße ich damit hin. Nochmal durch. Da war noch mehr Jute, ne? Oh, noch mehr Weichwebe. Ja, moin. So, die Erze schmeiße ich mal hier die Trap runter. Bitte Trap. Das hier und das hier. So, Metallteile habe ich hier noch ein Ding gesehen. Zack. Und Feuer. Zack. Und Baron. So. Dann noch eine Laterne. Ich würde sagen, das reicht dann aber auch allmählich. Monsterorgane. Auch da haben wir bald einen Stack voll. Holy crap. Und Schuppen. Und Kleinviehfleisch. Hier. So. Perfekt. Und dann schauen wir mal nach. Ich nehme mal alles auf. Ja, moin. Das ist ja nicht mal Weichgewebe. So will ich das sehen. Zack. Rein damit. So. Und ich bin ganz ehrlich, da schmeiße ich eine Fuhre an. Oder nicht? So. Und hier wollen wir auch nochmal ein Zwambo. Und dann können wir theoretisch... Können wir theoretisch auch gleich nochmal Erz anschmeißen. Weil das ebenfalls ansteht. Aber ich gehe erstmal hier runter. So. So. Ah, wir sind sogar nicht überladen. Das ist natürlich erfreulich. So, dann den 30er nehme ich raus, pack den hier hin und pack den 30er hier hinten rein natürlich, ne? Wir haben einfach viel zu viel Metall. Ja, moin. So, hier rein. So, zack. Zugemacht. Aufgemacht. Und reingemacht. So. Ja, eigentlich Weichgewebe ist hier noch. Ja, gut. Ich habe gerade überlegt, die Erze, wir haben hier nur eins, ne? Hm. Ja, ist okay. Ich lasse das erstmal. Ne? Können wir ja immer noch machen. Wenn Bedarf ist. So, der ist fertig. Der ist natürlich immer noch nicht fertig. Immer noch ein Mysterium, warum, aber was soll's. Ab nach oben. Und dann die Heiltränke ebenfalls hier reingepackt. Da nehme ich mal alle raus bis auf 3. So. Ich mach mal so. Und so. Ja, das finde ich besser. Und außerdem noch ein Ausdauertrank. So. Dann das eine Weichgewebe packe ich mal wieder rein. Warum auch nicht? Jo, das reicht. Auf jeden Fall. Weichgewebe können wir sowas von streichen. Ja, Geier-Eggs und Rauchwölkchen. Hm. Ich könnte theoretisch noch mal kurz in die Mistland-Base, ne? Ja, ich hole noch mal eben Harz. Oh, come on. Kurz bevor ich durchs Portal gehe, muss er noch mal speichern, ne? Muss noch mal laggen. So. 10er bestimmt, ne? Ne, nur 5. Warum? Weil es so schwach ist. Ja, na gut. Na gut. Zurück. So, das schmeiße ich dann natürlich direkt in die Truhe, ne? Also, hier rein. So. Nein, es wird neuer Tag. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Na gut, was soll's. Ich wollte nochmal nach unten gehen und gucken, was unsere Ask-Minis machen. Ask-Mi-Leinchen. Aha. Hä? Nein. Er ist entkommen. Da! Okay, ich hole mal kurz den Sattel, ne? Gut, ja. Das bleibt wohl nicht aus. Und ich glaube, ich sollte da mal die Wände erhöhen. Ja, sonst können die sich ja immer wieder raushelfen. Und ich schau mal kurz, was brauchen wir denn für einen Asquin-Sattel? Das wird doch bestimmt hier gecraftet, oder? Der ist bestimmt irgendwo unten. Lok-Sattel ist hier. Fischerhut, hä? Ah,
Wieso ist das nicht hier? Ist doch aus Leder. Oder ist das jetzt... Da sind zwei, drei Metalldinger dran und deswegen ist es hier, oder was? Warte mal. Da war er doch. Da habe ich es doch gerade gelesen. Oder bin ich bescheuert? Warte mal. Askelsattel, da. Ja, weil es Metall braucht. 6 Flammenkern, 20 Leinen, 4 Morgensehnen. Halt, hier. 4. Dann Stoffe. 20. Und wie viel war das? 6, ne? Ich glaube ja. Oder waren es 10? Ich glaube 6. Jo, 6. Zack. So. Und dann würde ich sagen, halt, jetzt habe ich genau die 5 ausgetauscht. Tausche ich mal lieber die 4 aus. Und dann würde ich mal sagen, wir erhöhen mal kurz die Dingens. Machen hier eine Wand oben drauf. 2 Ecke sind hier schon. Ist natürlich erfreulich. So, warte mal. So. Da war gerade schon wieder der Soundbuggy, ne? Es kam zweimal ein Baugeräusch, obwohl ich nur einmal gebaut habe. Natürlich strange. So, und hier. Und dann machen wir hier so dicht. Zack. Dann gehe ich mal hier rüber und ich baue hier mal eine Trap hin. So und so. Und damit es hier nicht so glitchy ist, mache ich sogar hier noch die Stufe so. Und dann nehme ich den Sattel. Wo bist du denn, Buddy? Da. Brauchst gar nicht erst abhauen. Wow. Was hast du denn hier gekillt? Grauzwerge wahrscheinlich. Gut. 4. Askel ist bereit, geritten zu werden. So, let's go. Hui. Ja, na, heiß. Und wenn ich jetzt angreife. Ach so. Kann ich ihn nicht beißen lassen? Nee. Nee, ich hau dann immer selber. Das liebt dich, süß. Aber wie... Ich dachte, ich kann auch hauen. Also ich kann mit ihm beißen, dachte ich. Oder er kann diesen Charge machen. Kann er wohl nicht. Ist aber schade. Nein, 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 nein. Ich weiß, du willst nach oben. Oh. Digi. So. Du bleibst hier. Und du kommst ebenfalls mit. So, warte mal. Nein, was machst du denn? Schon schwer zu steuern. Los, es geht da rum. So. Und Shift E, her mit dem Sattel. Zack. Und dann kann ich das hier abreißen. So. Dann hier die Mauern dran. So. Zack und zack. Und ich hoffe, dass sie sich da jetzt nicht hochschieben können. Können sie trotzdem, ne? Bestimmt. Ja, können sie bestimmt, weil sie so groß sind. Deswegen mache ich noch eine Schicht dran. Ich habe doch genug Holz. Ich glaube, ja. So. Oh, Alter. Wenn ich ins Zentrum gucke, ist es so übel am Laggen. Stimmt, jemand hat da auch gefragt. Was ich sogar Maria. Dass man ja sehen kann, wie viele Instanzen es gibt. Und sie meinte dann, sie hatte auf ihrer Map 12.000 Instanzen oder so. Und deswegen war es so übel am Laggen. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, bei mir zu gucken. Guckt euch mal an, wie viele Instanzen bei uns sind. Da oben steht's. Instances. 17.290. Naja, gut. Alles klar. Gut. Da hinten ist noch Loot. Ja, komm, den lasse ich da liegen. Ja, die produzieren weiter. Ist jetzt natürlich schade, dass wir hier nicht so gut reingucken können. Ah, warte. Ich kann doch hier eine Treppe dran machen. Ganz einfach. Mach ich mal hier so, ne? So. Da kommen ja auch die Wölfis nicht hoch, Gott sei Dank. So und so. Komme ich hier so problemlos hoch? Ja. Und kann ich hier auch rüber gucken oder ist das zu eng?
Ist genau zu eng, ne? Wenn ich den hier mal durch einen halben ersetze. So, nämlich. Komme ich hier dann durch? Ja, komme ich. Gut. Aber ich komme hier dann auch nicht mehr raus, ne? Ich glaube, ich baue hier eine Tür rein. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher. So. Dann machen wir es so. So sei es. Das weg. Das weg. Und. So. Hervorragend. So. Und dann gehe ich nochmal kurz rein, weil ich wollte nochmal kurz eins der... Oh, süß! Geschlüpft! Ich wollte mir eigentlich eins der Eggs holen. Sind die beide jetzt geschlüpft? Da ist noch ein Ei. Beiseite! Das wird lieb dich. Ja, das freut mich, aber ich will das Ei. Du bist im Weg. Lass mich da dran. Ist gerade am Brüten, wa? Ich glaube, ich muss hier in die Ecke so. Her damit! So. Und dann machen wir auf. Und zu und tschüss. So. Dann bringen wir den Loot direkt nach unten. Und das eine Ei, was ich jetzt gesammelt habe. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken, was ich damit vorhabe. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh, shit. Ich habe das Futter aufgesammelt. Nein. Kann ich gleich nochmal runtergehen? Na gut. Warte mal, Kräuter hier hinten. So. Haben die sich richtig einsortiert? Ich nehme mal hier die Hälfte raus. Ich glaube, das reicht. Da mache ich den auf die 4. Hier mache ich das Werkzeug wieder rein. Locksattel und Dingensattel. Sehr gut. Die Trophäe bringen wir gleich hoch. Und hier haben wir außerdem diese Trophäen. Rein damit. 15 haben wir davon. Sehr gut. Ja, das muss ich gleich nochmal runterbringen. Aber dieses eine Ei, das wird natürlich hier unten platziert. Hä? Und das wird dann unser Haus Askwin. Und, Plusti, Flauschi, Schnuffi, Zapfi. Wie nennen wir denn dann unseren Askwin? Aski? Ein bisschen unkreativ. Ich dachte irgendwie was mit so Beißen. So ein bisschen in die Richtung Schnappi. Wisst ihr, was ich meine? Aber Schnappi ist natürlich ja schon in Use. Also ich werde den auf jeden Fall nicht Schnappi nennen. Aber sowas in die Richtung. Wisst ihr, was ich meine? So schnappen oder beißen oder... Schreibt mal in die Kommentare. Weil dann haben wir nämlich einen Haus-Askwin. Hätte ich voll Bock drauf. So, aber da gehen wir mal hoch. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz nach unten. Ist jetzt ärgerlich gelaufen, aber natürlich. Ich habe die Kräuters aufgesammelt. Das ist natürlich nicht so gut. So, lass mich mal rein hier. Oder wann? Nee, ich muss gar nicht rein. Ich kann auch einfach hier hinschmeißen. So. Guten. Und zugemacht. So. Oh, die machen schon coole Geräusche, ne? Da, sie sind aufeinander, aber sie gehen trotzdem nicht raus. Top. Ja, macht was auch immer ihr wollt. Ich könnte auch theoretisch das hier wegnehmen. Damit sie nur Eier legen. Aber ich glaube, ab einer gewissen Anzahl Eier legen sie keine weiteren mehr, ne? Ich lasse es mal so. Hervorragend. Dann ab nach oben. Und dann bringen wir noch die Trophäe weg. Die Gjall-Trophäe. Die ist ja ein Stockwerk über unserem Bett. Im guten alten Speicher. Interessant, dieser Effekt. Der ist mir nicht aufgefallen vorher. Ja, wir gehen eigentlich auch immer nur durch das Portal, ne? So, Trophäen. Nee, hier, Boss-Trophäen. Rein damit. 13 Stück haben wir schon von dem. Oh Mann. Alles klar. So, perfekt. Ja, und dann würde ich die Aufnahme tatsächlich wieder einmal fürs Erste beenden. War richtig Hammer. Wir haben jetzt eine Askwin-Zucht. Wir haben die Mistlets zu Ende erobert. Das ist natürlich richtig nice. Normal. Nehmen wir mal den und so. Sieht cooler aus. So. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Gern ein Abo da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und ein Kommentar und ein Like natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.